Lasst uns heute über Grüntee sprechen. Viel Spaß! Grüntee ist reich an Antioxidantien, Polyphenolen und verschiedenen Enzymen, die eine positive Wirkung auf den Körper haben. Grüntee verbessert die Fettverbrennung, verschönert Haut und Haare und steigert das Wohlbefinden. Grüntee gegen geschwollene Augenringe. Die Antioxidantien und Tannine im grünen Tee wirken adstringierend und helfen gegen Augenringe und geschwollene Augen. Vitamin K hilft zusätzlich, dunkle Augenringe unter den Augen aufzuhellen. Hier den Tipp: 2 benutzte Teebeutel für 30 Minuten in den Kühlschrank geben und dann 15 Minuten auf den Augen auftragen. Das kann 2-mal am Tag angewendet werden und so lange, bis du das gewünschte Ziel erreicht hast. Grüntee wirkt antibakteriell und richtet sich gegen Aknebakterien. Zusätzlich gleicht es Hormonstörungen im Körper aus. Hier kannst du jetzt eine Vierteltasse Tee mit einer Vierteltasse Wasser mischen. Die betroffenen Stellen werden nun abgetupft und das Ganze kannst du 2-mal am Tag machen. Jeweils das Gesicht nach 15 Minuten mit klarem Wasser abspülen. Grüntee verbessert die Hautfarbe. Du verwendest einen benutzten Teebeutel oder wieder losen Tee, den du benutzt hast. Und das Ganze vermischst du mit 2 Teelöffeln Honig und einem bisschen Zitrone. Das Ganze wird vermischt und du trägst es auf für 5 bis 10 Minuten mit lauwarmem Wasser wieder abtragen. Grüntee kann als natürliches Gesichtswasser angewandt werden. Hier gießt du dir wieder eine Tasse Tee auf. Das Ganze lässt du kalt werden und kannst es mit ätherischen Ölen aufpeppen. Ich würde jetzt Teebaumöl verwenden. Du kannst es aufsprühen aufs Gesicht, aber auch mit einem Wattepad auftragen. Das werde ich als nächstes auch ausprobieren. Auch bei Sonnenbrand kann Grüntee helfen. Hierzu 3 Tassen Tee aufgießen, das Ganze kalt werden lassen und in den Kühlschrank geben. Mit einem Baumwolltuch das Ganze dann auf den empfindlichen Stellen auftragen. Das Ganze kann 2 bis 3-mal am Tag angewendet werden. Bentonit und grüner Tee verkleinern Hautporen. Hierzu 2 Esslöffel Bentonit und ein paar Esslöffel gebrühten Tee miteinander vermischen und das Ganze auf dem Gesicht auftragen. Erst abtragen, wenn die Masse angetrocknet ist. Das Ganze mit lauwarmem Wasser abwaschen. Zuckerpeeling mit grünem Tee. Hierzu einen grünen Tee aufgießen mit 80 ml Wasser. Nun vermischst du ein paar Esslöffel von dem grünen Tee mit 2 Esslöffeln Zucker. Wenn du merkst, die Masse ist zu dünn, gibst du noch einen Esslöffel Zucker hinzu. Das Ganze kreisend auf dem Gesicht auftragen und 2 bis 3-mal pro Woche anwenden. Mit warmem Wasser natürlich wieder abspülen. Grüner Tee kann den Alterungsprozess verlangsamen. Dies liegt an den Antioxidantien im Tee. Hierzu einfach 2 Esslöffel Matcha-Tee mit ein paar Tropfen Wasser vermischen und das Ganze zu einer Paste verrühren. Das Ganze wird auf dem Gesicht aufgetragen und muss antrocknen. Wenn du trockene Haut hast, kannst du das Ganze auch mit etwas Kokosöl vermischen. Grüntee kann das Haarwachstum anregen. Hierzu einfach eine Spülung nach dem Haarewaschen anwenden, kühler Tee einfach über den Kopf gießen und nicht mehr ausspülen. Das Ganze kann mehrere Monate angewandt werden. Durch Panthenol, Vitamin C und Vitamin E wird das Haar vor Umweltschäden geschützt und bekommt einen schönen Glanz. Zusätzlich gilt für alle Tipps, die ich jetzt genannt habe, jeweils dann auch zusätzlich immer noch Grüntee trinken. Das kann der sein. Es kann aber auch Matcha-Tee sein. 2 bis 3 Tassen am Tag werden empfohlen. Ich trinke um die 2 Tassen am Tag. Nicht so ganz regelmäßig, aber ich habe durch das Video jetzt einfach auch gelernt, dass man es A bei Akne anwenden kann und B auch, wenn die Haare ausfallen. Ich habe jetzt auf meinem Zweitkanal ein Video gemacht, wo ich darüber erzähle, dass ich die Pille absetze. Und da wird es natürlich dann auch angewandt, was ich heute herausgefunden habe für euch. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Unter dem i liegt ein Video über das Rosenwasser. Ich werde jetzt öfters so kleine, knackige Videos zu bestimmten Themen machen. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke es dir unter dem i. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.